Hey, ich bin PartyKeks, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen zu einem neuen Projekt und zwar in Silencio, in Silence eigentlich, aber den Spruch habe ich mir lange ausgedacht. Mit dabei sind der Blazer, der Davis und der Bane natürlich und unter anderem auch unser Neuzugang, der FabFab und die Minifi. Man sieht, es funktioniert hier gar nichts. Glaube ich zumindest. Also ich weiß es nicht. Hört man mich? Ja, ja, man hört dich. Jetzt wird nur noch Fab und dann fappen wir. Ja, Bane wird aber auch gerade rot angezeigt, warum auch immer. Ja, weil er Bane ist. So. Hi. Aber wir spielen doch jetzt nicht alle denselben Charakter, oder? Das geht doch nicht. Ihr könnt doch nicht immer dieselbe Person sein. Ja, dann hört man mich, oder? So. Ja, man hört dich. Ja, man hört dich. Naja, es ist schon gut, weil dann weiß man halt nicht, wer ist und kann halt nicht so sagen, ja, gut, wegen, den mag ich nicht, den kriege ich jetzt zuerst. Ja, das also kannst du als Monster nicht sagen, weil du blind bist. So, ich würde sagen, wir starten einfach. Nee, warte mal, da fehlt ja jetzt schon wieder jemand. Der Blazer fehlt jetzt schon wieder. Also das Spiel hat so, ist so ein bisschen. Also zwischendurch hat man immer mal so Verbindungsfehler. Fab, du musst dich wirklich noch ein Stück leiser machen. Und du bist auf einmal schon wieder? Ja, es hilft nichts. Oder kannst du dein Mikro nicht ein bisschen weiter wegmachen oder so? Nee, weil das. Nee. Lass das bloß im Mikro sein. Warte. So, ja, wir sind übrigens in der Aufnahme, Mädels. So, hört man mich jetzt optimal? Ja. Hi. Hi. Optimal. Hi, the time. Space Taxi to the sky. To the sky. Ja, genau, Bang kann das richtig Feuer gut. Feuer Salamander. Mach Beine auseinander. Na gut, bevor wir hier einen Claim von Sony kriegen, lass mal das besser sein. So. Ich würde sagen, wer hat von euch das Tutorial gespielt? Niemand. Okay. Gut. Also keiner von uns hat irgendwas gespielt, ich auch nicht. Ich will Monster. Das weiß ich nicht, wie das läuft. Ich mache jetzt einfach mal nur Start und schau mal, was. Ja, Daniel fehlt noch. Was? Ja. Ja, da fehlt. Ah, jetzt ist er wieder da. Ja. So, jetzt also klickt alle mal bitte auf Bereit starten. Ja. Start, ja. Jetzt sind wir drin. Jetzt passt alle. Es ist cool, dass wir uns immer noch hören. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe einfach Dauersenden an. Das heißt für mich, es tut mir leid, wenn die Moderation ein bisschen unüppiger ausfällt, weil das Monster hört uns ja. Außer wir sind das Monster, dann geht natürlich die Party Dauersenden richtig. Dauersenden ist angebracht, bin ich der Meinung. Ja, sonst hört man meinen Schreien nicht. Richtig. Und euer ist auch nicht. Ich glaube ja, dass Minifi und Blazer als erstes schreien. Oder Fab, wer weiß. Oh. Das Monster. Nice. Und ich sehe einfach mal gar nichts. Was sind das da für Tasten? Da unten haben wir Q, E. Okay, das ist ich töte euch alle. Das ist Jump. Und das ist ich schreie und sehe ein bisschen mehr. Boah, wie assi. Das wird ja lustig. Ich weiß gar nicht, ob sie mich hören, wenn ich spreche. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber ja, die Sicht ist beabsichtigt. Denn je mehr Geräusche sie machen, kann ich eigentlich irgendwie angreifen. Und er hat auch immer so ein Drall. Nee, das Lenkrad habe ich ausnahmsweise nicht angesteckt. Da zeigt er mir Blieb an. Schauen wir mal. Gehen wir mal dahin. Oh ja, davor. Achso. Schappi. Ja, guck mal, auf einmal rennen sie. Vorher haben sie mich noch angeguckt, als wenn sie nicht wissen, was sie.
So. Je mehr Geräusche, das sie machen und je mehr, dass sie in Panik geraten, desto mehr ist für mich. Desto mehr ist für mich natürlich die Party, ne? Hier das mit dem Licht. Das Gute ist halt, ich bin der erste Monster. Hilfe! Ich hab da doch was gehört. Wo ist sie jetzt? Scheiße, jetzt sehe ich nichts mehr. Aber das funktioniert. Das ist ja richtig asozial. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob sie mich hören oder nicht. Ich meine, für mich ist es dann für die Moderation natürlich leichter. Übrigens, by the way, für die, die jetzt reinschalten. Ja, ich weiß, Phasmo ist jetzt erstmal ein bisschen nebenbei. Wir werden weitermachen, also keine Angst, wenn neuer Content kommt. Dafür haben wir uns jetzt in der Zwischenzeit in Silencio geholt. Und da kommt dann immer noch mal was. Ich muss da hochschauen, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Ja, mach ruhig Geräusche, Blaza. Also ich glaube mal, das ist Blaza, also ich weiß es ja nicht. Blaza macht immer Geräusche. Jedenfalls, wir haben viel zu tun gehabt in den letzten Tagen. Warum driftet der immer in eine Seite ab? Das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Wir haben viel zu tun gehabt, deswegen sind die Folgen ein bisschen unregelmäßiger gekommen. Wir arbeiten ja derzeit an einem anderen Projekt und im Mai haben wir dann wieder ein neues Projekt, also es ist viel zu tun. Deswegen bitte Entschuldigung, wenn die Folgen mal ein bisschen unregelmäßiger rauskommen, weil, ja, wir sind gerade alle miteinander voll eingespannt und schauen ein bisschen. Und dann haben wir ja noch unseren Neuzugang, den FabFab, und der muss auch noch eingelernt werden und es ist fair zu tun. Aber ihr könnt euch definitiv mal... Da ist er doch, ja. Ben, hau rein, der FabFab ist das. Jetzt nicht mehr jedenfalls. So. Und deswegen ist... Das war ihm. Und das finde ich ja mega geil. Man hört sie schreien, wenn sie heulen. Ich finde, man hört sie schreien, wenn sie heulen. Okay, das ist, ja. Jedenfalls, ja, ist ein bisschen was zu tun. Da vorne haben wir doch noch, haben wir doch Schappi. Ja, wer ist das? Hm? Nein! Ich depp. Oh, da vorne ist er doch. Ja, herrlich. Redet ruhig mehr miteinander. Also warum der immer so ein Linksdrall, Links-Rechtsdrall hat, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Und ich bin an Erna vorbeigereimt. Auf, aus. Schappi für ein Papi. Nee, da muss ich ehrlich sagen, First Blood. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich eben die Errungenschaft gekriegt. Da muss ich ehrlich sagen, das ist natürlich geil als Streamer. Also ich habe jetzt nichts eingestellt. Wir sind wirklich rein. Wir haben keinen Probelauf und nichts gemacht. Also die anderen anscheinend auch nicht. Das ist natürlich nice. Ich meine, ich sehe halt gar nichts. Mich würde die Grafik schon mal interessieren. Aber das ist hübsch asozial. Da hinten ist auch noch ein. Der Blaza. Ja, lecker, schmecker. Blaza, Blaza. Wo bist du? Der da hinten macht auf jeden Fall Geräusche. Ich bin gespannt, wie das natürlich nachher ist, wenn man. Ja, okay. Ja, wir sind auf unser Gehör angewiesen. Das ist blöd. Weil sehen tun wir ja nicht viel. Jedenfalls ja. Wir sind an anderen Projekten dran. Wir machen gerade den GTA-Server bereit, gucken nach neuen Projekten, strukturieren um, bauen bei Discord um und bla bla. Werbemaßnahmen. Es ist halt viel zu tun im Augenblick.
Wir wollen ja auch ein bisschen wieder Science-Fiction-Dings machen hier mit, gerade mit Starbase etc. Bisschen an Anschluss an Cakeswars, das kann ich schon mal verraten für die, ich glaube die wenigsten Cakeswars-Leute gucken gerade das Let's Play, aber für die, die sich's antun, ne, wir arbeiten hart dran. Da kommen Sachen und es ist nicht so, dass ich jetzt chill, sondern wir tun was. Und am liebsten würde ich die anderen mal richtig, was ist das da hinten? Mal richtig wegschnabulieren. Ich verstehe nicht, warum läuft der immer in eine Richtung? Was ist denn das für ein Fakt? Okay, Tarnung. Yay, Tarnung zerstören. Yay. Ich sehe halt gar nichts. Also ich da unten ist Radar, das seht ihr ja auch. Da ist halt nichts. Ich würde die Runde schon gern gewinnen. Es wird wahrscheinlich das erste und das letzte Mal sein. Ah, jetzt ist das zumindest mal weg. Das heißt, ah ja, geil. Ich bin zwar fast blind, aber ich habe gehört, dass da jemand ist. Den schnabulieren wir jetzt weg. Hoffentlich. Das ist so hart assi. Aber ich glaube, sie hören mich nicht. Weil, sonst wären die anderen schon gerannt. Wie die blöden. Oh Gott. Das Problem ist halt, man sieht selber überhaupt nichts. Jetzt müssen wir mal schauen. Aha, da hinten wiggeln sie umeinander. Da ist auch noch einer. Muss ganz nah sein. Dann wünsche ich dem nächsten Spaß, viel Spaß, der da Miezi ist. Guck mal hier. Der Blazer. Ich altes Leckermäulchen. So. Ja. Yeah, wegschnabuliert. Nee, was mir aufgefallen ist, man muss sie öfter treffen, damit man sie schnabulieren kann. Und, also zwei, na, dreimal. Drei oder viermal. Und dann kann man. Da vorne habe ich irgendwas gesehen, ja. Das war eh richtig. Da flieht noch einer von mir. Ich weiß gar nicht, wer jetzt noch übrig ist, aber. Den werden wir auch aufessen. Natürlich. Ist schade, dass sich das Monster nicht so weiterentwickelt wie bei Evolve. Das wäre natürlich mega geil. Wir haben praktisch nur unsere Standard-Skills, die wir da benutzen können. Aber der Unterschied ist halt, man sieht nichts. Also wenn ich mir überlege, man kann wirklich nicht erkennen, ob das jetzt ein Schild war oder ein Mensch. Das ist natürlich hart assi. Wir machen Geräusch. Alter, wie weit läufst du bitte? Ich frage mich halt jetzt, ich glaube, der Bane fehlt noch. Kann das sein, der Bane oder die Minaife? Irgendeiner von den beiden? Oder sind noch zwei im Rennen? Ich weiß es nicht. Mach irgendwas. Oh. Oh. Entweder hat's mich jetzt erwischt oder ihn. Ich glaube, es hat ihn erwischt, weil er ist weggerannt.
Was ist da? Nee, ich hab da nichts mehr drin. Mich wundert's, weil er immer so, warum auch immer er nach links geht. Also ich drück links und er geht rechts, so rum. Ja, im Haus, das bringt dir halt auch nichts, ne? Also, wenn du da drin bist, dann, es ist halt genau meine Rolle. Einfach mal schön wegverknusen. Nee? Ja, komm, also, ich meine, irgendwo. Also, was ich schon mal weiß, in Häuser werde ich nicht gehen. Okay. Da hinten. Die Frage ist halt auch, was müssen die anderen machen? Oh ja. Nee, das ist eine Vogelscheuche. Da hinten ist er gelaufen. Drecksvogelscheuche. Na, das war ja hart, Assi, jetzt von Erne. Ich kriege ich schon noch. Ich krieg dich. Ja, Gluck auf den Weg. So. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Wenn die Haare sich lösen. Es kitzelt voll an der Lippe. Das ekligste Gefühl überhaupt. Es ist jetzt voll ungewohnt. Ich muss alleine moderieren. Ich habe ja jetzt schon lange nicht mehr was alleine gemacht und jetzt ist echt gerade ungewohnt. Schauen wir mal. Ja, macht irgendein Geräusch. Komm, ja. So mögen wir das. So. Aber warum der immer nach rechts abdriftet, das ist es rechts, ja, das ist rechts. Das verstehe ich halt auch nicht. Das ist irgendwie voll komisch. Ich laufe geradeaus, drück Shift und er driftet einfach hardcore ab. Mal Felder. Ich drück einfach nur W und er geht aber immer in die Richtung. Das ist wohl Trash. Das kann's doch nicht sein. Hat sich da echt jemand in der Scheune versteckt? Ich meine, die müssen ja auch irgendwelche Aufgaben haben. Es kann ja nicht sein, dass die nur so rumlaufen. Ich werde es nicht schaffen. 5 Sekunden noch, 4 Sekunden. Das heißt, die Runden dauern nicht länger als 15 Minuten oder 10 Minuten. Kreatur gewinnt. Ja, Aloha. Ich merke, Alter, ist das schwer. Reste, ey. Also ich weiß nicht, was ihr machen musstet, aber das Schnabulieren hat richtig Spaß gemacht. Als ob du mich einfach als erstes umgebracht hast. Das ist so. Ja, vor allem, dass er diesen scheiß Auto gemacht hat, weil keiner wusste, wo das Auto steht. Ja, ich weiß nicht mal, was man machen muss. Ich merke gerade, die Minaifi ist rausgeflogen, oder? Ja keine Sorge, ich. So. Dann würde ich sagen, ich hab Sprit. Ja, habt ihr noch was zu sagen zu der Folge, weil dann... Ja, ey, hör mal auf, ey. Ich hab Sprit gefunden, in den Häusern ist auch drin für die Waffenkammer die einzelne Punkte, die man eingeben muss, aber ich muss so auf den Flashbang zünden, wenn du an mich angesprungen hast, du Vogel. Mhm. Ja, man sieht halt gar nichts. Also ich kann euch sagen, als Monster seid ihr richtig gefickt. Du bist zweimal wirklich direkt vor meiner Nase vorbeigelaufen, weil du mich nicht gesehen hast. Ja, man sieht nichts. Also der das als nächstes ist, der wird mir dann recht geben. Es ist richtig schwierig. Aber mich hast du irgendwie immer gesehen. Immer. Ja, mich auch.
Na, wenn man zu viel, je mehr Geräusche ihr macht, also eigentlich muss ich zu euch eh sagen, ihr müsst unbedingt Sprachnachricht immer aktivieren, anmachen, weil das ist fair. Hab ich. Ja, hab ich ja jetzt auch. Habt ihr mich eigentlich gehört, wenn ich geredet habe? Ja, die ganze Zeit. Haben wir immer die Fresse gehalten. Gut, danke, dass ich das jetzt auch weiß. Schön, haben wir das auch geklärt. Nee, wenn ich dich gehört habe, ich bin stumm stehen geblieben, habe mich nicht mehr bewegt. Ja, und dann kriege ich halt auch keine Meldung. Das ist mir halt auch aufgefallen. Auf einmal sind die Punkte von der Karte weg, weil keiner mehr was sagt. Ach, du siehst Punkte auf der Karte? Ich hab euch immer gehört, wenn ich euch weggemetzelt hab. Dann hab ich euch mitgekriegt. Aber ansonsten, wart ihr nur Punkte auf der Karte. Wer ist jetzt schon wieder gegangen? Kriegst du. Luisa. Ja, ich mach das schon. Minaifi. So, Minaifi. So, dann würde ich sagen, ja, das war eine interessante Runde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt In Silencio. Mit Team. Der Spruch ist Schlamm. Nein, In Silencio. Ich finde das gut. Ich spreche kein Italienisch. Hola Chicas, 15 Minuten in Silencio. Sind ein bisschen knapp. Na, es sind jetzt 21, weil ich habe das Vorgeplänkel auch mitgenommen. Ich kann die Zeit höher schrauben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin würde ich sagen, wir sind raus. Ciao, bis zum nächsten Mal.